So, kommen wir zur letzten Bewertung eines Pokémons hier in Stratos City. Bewerten werden wir heute Flegnoil alias Flettiamo, was wir bereits auch in der kleinen Höhle fangen konnten, wo wir zuvor waren. Ja, wenn man sich das Pokémon zunächst anschaut, erkennt man, dass die Init und der Spezialangriff wohl das sein werden, was ihn ausmacht. Und so ist es auch in seiner letzten Form Flettiamo, was es mit Freundschaft erreicht. Jedoch schauen die Werte schon wirklich so aus, als könnte es noch eine dritte Entwicklung gebrauchen. Sein Kernstück ist natürlich die Init. Seine Fähigkeiten, nun bei Unkenntnis, also bei, ja, Unkenntnis ist ein bisschen trickreich. Es kann sowohl gut als auch schlecht sein. Denn es ignoriert Statusveränderungen vom Gegner. Das heißt, wenn man den Status vom Gegner senkt, dann bewirkt es praktisch nichts. Also es scheint natürlich schon, dass es wirkt, aber wenn es dieses Pokémon, also in dem Fall Flettiamo, angreift, sieht man keine Veränderung. Aber natürlich auch, wenn das generische Pokémon die Attacke erhöht, das sieht man auch keine. Also ja. Beides, gut und schlecht. Tollpatsch, da kann man keine Items mehr einsetzen, was, naja, geht so ist. Und bei Wankelmut werden alle Effekte verdoppelt. Zum Beispiel, keine Ahnung, wenn dieses Pokémon in diesem Fall Gedankengut einsetzt, erhöht sich dafür die Spezialverteidigung doppelt so sehr, aber wenn es von Sandwirbel getroffen wird, verringert sich die Genauigkeit um 4-mal, oder wenn es von Kreide, doppelt so hoch. Und wenn es von Kreideschrei getroffen wird, ebenfalls doppelt so hoch. Senkt dann die Verteidigung. Also damit ihr das netter wisst. So. Wie spielt man den nun am besten? Also auf jeden Fall finde ich seine Fähigkeit, Wankelmut, am besten. Die versteckte Fähigkeit, das hätte ich ihm auch geben. Zunächst Wesen scheu oder mäßig, damit der Spezialangriff erhöht wird, oder eben die Init, fast doch eher Spezialangriff, da Init schon relativ hoch ist, aber natürlich kann man beim Init auch nicht auf der nie auf der falschen Seite sein, wenn man das erhöht. So, nun fehlt mir natürlich einiges in Spezialangriff. Dafür gibt es aber natürlich eine gute Fähigkeit, die er lernen kann, nämlich Gedankengut. Da er wahrscheinlich schneller sein wird, kann er sie gleich einsetzen. In Verbund dann natürlich mit der Fähigkeit Wankelmut, der versteckten Fähigkeit, ist es dann richtig mächtig. Wenn es Spezialangriff und Spezialverteidigung richtig geboostet, das ist dann cool. Das macht man zweimal. Natürlich aber da ein bisschen ein Problem mit, dass er einige Schwächen auf der Kante hat und relativ wenige Attacken nicht sehr effektiv gegen ihn sind. Da muss man dann halt auch ein bisschen hoffen. Deswegen, das eine, was ich bei ihm vorschlagen würde, auf jeden Fall Fokusband. Ja, Quatsch, nicht Fokusband, Fokusgurt. Damit er möglichst oft überlebt oder zumindest einen Angriff überlebt, damit er einmal Gedanken gut machen kann. Dann Psychokinese und Luftschnitt, zwei spezielle Stab-Attacken, die er verwenden kann. Und Kraftreserve Boden als zusätzliche Attacke noch. Da hat man ein relativ gutes Movepool mit Gedankengut, Psychokinese, Luftschnitt, Kraftreserve Boden. Alternativ zu Kraftreserve Boden kann man noch, finde ich, Delegator verwenden. Damit er ein bisschen länger überlebt und die Gedankengut auch stark einsetzen kann. Was ist noch, was einige noch gerne spielen, ist Kraftvorrat bei ihm. Das ist dann natürlich in Verbund mit Gedankengut relativ mächtig, weil je mehr dieses Pokémon seinen Status erhöht, desto mächtiger wird Kraftvorrat. Und ja, wenn man das natürlich mit der versteckten Fähigkeit Wankelmut spielt, kann Kraftvorrat schon besser als Psychokinese sein. Das stimmt. Aber ja, so den ich auf jeden Fall spielen. Da kann man Flettiamo einigermaßen gut einsetzen, wobei ich natürlich sagen muss, dass andere Psycho-Flug-Pokémon wie Lugia oder Simvolara dann noch deutlich besser sind, aber so hat man immerhin, ja, ganz gute Basics, wie man ihn spielen kann. Willkommen zurück bei Pokémon Weiß Edition. Und nein, der Stimmwechsel war nicht aufgrund Drogen, sondern er war beabsichtigt. Na gut. Hier haben wir noch ein gutes Stück von Stratos City, ein ganz kleines. Ah, das Musical von Rayono City. Ich kann schon gar nicht mehr sehen, wie oft ich dort schon mein Glück versucht habe. Aber Fortuna scheint wohl mit mir auf Kriegsfuß zu stehen. Ah, sei es drum. Ich werde nicht eher ruhen, bis ich für meine Pokémon die passenden Dekoartikel gewonnen habe.
Ja. Wisst ihr, wir haben hier noch ein paar Häuser. Das habe ich jetzt einmal ausgelassen, um euch eine glitzernde Pause auszugeben. Ich wurde ja eigentlich zu der Party da oben eingeladen. Doch anstatt mich durchzulassen, schaut der Mann da vor dem Fahrstuhl immer da streng rein. Jetzt traue ich mich irgendwie nicht. Das könnt ihr verstehen. Ich habe mich richtig gut mit den paar Leuten da oben unterhalten. Das war das ein Spaß. Also wenn sie die Ober dran vorbeitreiben, wird der Schlüssel es wohl auch schaffen. Woher kommst du? Wow, aus der Ventura City? Da gibt's doch diese Aussichtsplattform, nicht wahr? Boah, das ist ein toller Ort. Ja, das muss das wohl für dieses kleine Käffchen bekannt ist. Willst du nach oben? Jo! Ich bin mal so frei und mustere dich ein wenig, Sieht nicht so aus, als ob du gefährliche Gegenstände bei dir trägst. Also gut, du kannst passieren. Das ist doch gut. Also, ein Stockwerk weiter höher in die 46. Etage. Also, näher ging es dann gewiss nicht und ihr seht Massenansammlung. Herzlich willkommen auf meiner Party. Mischt ihr euch ruhig unter die Leute. Die haben sicher viel Interessantes zu erzählen. Ja, die gibt ihr eine internationale Party. Am Morgen nach so einer Party ist es gar nicht so einfach, aus dem Bett zu kommen. Oh, ich glaube, das kennt jeder. Anstelle eines Weckers lasse ich mich neuerdings von einem Pokémon und seinem Gesang wecken. Aber irgendwie schaffe ich es trotzdem nicht auszustehen. Wie kann das sein? Du müsstest dich schon von einem Blaudagei wecken lassen. Ne? Ansonsten ratzte weiter. Sieh dir das an, dein Pokémon-Team ist ja wirklich herzallerliebst. So ein süßes Team sollte eigentlich immer das hier im Gepäck haben. TM45 Anziehung. Damit wird dein Pokémon liebenswerter als erlaubt. Kein Pokémon des anderen Geschlechts könnte doch der Anziehung deines Pokémon widerstehen. Ja, mit Anziehung steht eine 50%ige Chance. Also man kann es so einsetzen, wenn das Pokémon vom gegenteiligen Geschlecht ist, beispielsweise ein Männchen, kann es auf ein Weibchen einwenden. Und dann ist das Pokémon verliebt und mit seiner 50%igen Wahrscheinlichkeit nicht angreifen, weil es Starvorliebe ist. Es la primera vez que vengo aquí. Heißt, ich bin heute zum ersten Mal hier. Pero este precioso paisaje hace que me sienta como en casa. Heißt, in dieser wunderbaren Landschaft fühle ich mich gleich wie zu Hause. La próxima vez traeré a mis amigos. Ups. Ich habe vergessen, das vorzulesen. Das müssen meine Freunde sehen. Ja, ich hatte ja mal 3 Jahre Spanisch, daher konnte ich das einigermaßen aussprechen. Oh Gott, aber das ist Französisch. Ja, venite, mucho una voiture. Ich habe mir nun ein Auto zugelegt und ja, der Rest spare ich mir, weil damit ist nächstes Jahr doch ganz ohne Orden zu greifen, weil ich kann kein Französisch. Es sei denn, ich raste durch meine Führerscheinprüfung. Aber gut, dass hier wenigstens die Übersetzung steht. In Schwarz und Weiß stand das nämlich nicht da. Da hat man einfach keine Ahnung gehabt, was die sagen. Tja, die sta divertendo. Also, das ist sieht ein bisschen aus wie, Dings. Spanisch, aber ist auch eine romanische Sprache, nämlich Italienisch. Also, Französisch, Spanisch und Italienisch sind ja alles romanische Sprachen, beziehungsweise lateinische Dialekte. Hallo, alles fit bei dir? Non sentirti in imbarazzo. Nicht so schüchtern. Parla pure conci voi. Sprich die Leute einfach an. Ich kann übrigens auch kein Italienisch, nicht wundern, aber immerhin besser als Französisch. Hast du das Like gesehen, das Camilla das Supermodel getragen hat? An ihr sieht das einfach so unglaublich gut, das ist einfach atemberaubend. Mein Freund kommt morgens immer nur ganz schwer aus den Federn. Normale Weckmethoden helfen da nicht, das ist wirklich schlimm. Da benutze ich neuerdings den Weckruf meines Pokémon, um ihn wach zu kriegen. Ich sagte doch, nur Plaudergei hilft dir. Hey Trainer, check out my moves. Hey Trainer, sieh mal, wie ich tanze. Have you gone to the next city yet? Warst du schon in der nächsten Stadt? I learned this move at the musical over there. Ich habe mir diesen Tanzschritt oder dem Musiktheater angeschaut. Pretty cool, isn't it? Echt nicht schlecht, oder? Leute, sie haben nicht mal cool so stehen lassen. Weißt du was? Hast du schon mal ein Stratos-Eis gegessen? Yo! Gut, also ganz interessant hier. Vor allem, dass die Übersetzungen dastehen. Und ich glaube übrigens, in der englischen Version spricht der Typ, der jetzt Englisch gesprochen hat, Deutsch. Also Deutsche sind ja eigentlich auch, zumindest in der japanischen und in der englischen Version. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das durch Französisch oder durchs Englische ersetzt wurde. Aber ich glaube, damit sollte ausgedrückt werden, die ganzen Koloniemächte, die damals in den USA waren. Also Franzosen, Spanier, Engländer und Deutsche waren ja die großen kolonialen Mächte, die damals dort hinten waren. Und ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber bei einer Abstimmung, was die Landessprache der USA wird, hat Deutsch um 2 Stimmen verloren. Und um wenige Stimmen würde New York heute New Amsterdam heißen. So als Trivia. Damit wir hier uns auch ein bisschen bilden.
Mein Freund sorgt sich stets um das Wohlbefinden von Pokémon, die sich auf Reisen begeben, weshalb er Pokémon, die er tauscht, konsequent Gesundheit tauft. Wie es ihm jetzt wohl so geht? Oh Gott, Gesundheit! Hallo, reisender Trainer, hier ein kleiner Glücksbringer, damit du immer dein Lächeln behältst. Und dieser Münzamulett gefällt mir sehr, denn Geld brauche ich. Gibst du dieses Item einem Pokémon zu tragen, bekommst du höhere Preisgelder für gewonnene Kämpfe. So, und der erste Trick, wie man jetzt mehr oder weniger unendlich Geld bekommen kann, seht ihr dann gleich. Der Schlüsselmeister, ein Mann voller Geheimnisse. Den werde ich euch noch in diesem Part zeigen können. Ist nicht schwierig, ist ein kleiner Trick, den man benutzen kann. Wird zwar länger dauern, aber immerhin kann man so seine Taschen wieder füllen, falls sie leer sind. Oh, die verschwundenen Pokémon. Selbst wenn Typlasma dahinter steckt, kommen wir ihnen zu keinen Schritt näher. Nanu, wohl magst du ein Pokémon bloß verkrümelt haben? Das brauchst du mich nicht fragen. Mir wäre es ja schon lieber, ein paar Pokémon in meinem neuen Büro zu haben, aber das kann ich unmöglich in Gegenwart meiner Freundin zur Sprache bringen. Warum denn nicht? Verstehe ich nicht. Naja. Okay, zurück ins Erdgeschoss. Damit ist schon das City fast abgeschlossen, keine Sorge. Es ist und bleibt die größte Stadt der Pokémon-Geschichte. Wobei diese ja dabei ist, sich zu erweitern, weil sie noch nicht groß genug ist. Ja, wie im wirklichen Leben halt. Die Trainer auf Route 4 geben zusammen mit ihren Pokémon eine treffsichere und unschlagbare Kombination ab. Ihnen allein ist es zu verdanken, dass die Ruinen dort ausgegraben wurden. Das sind so viele Dörfer, teilweise unbewohnt, aber in den Großstädten muss ich es immer ballen. Und alles unter die Erde gelegt werden, nur damit da mehr Platz haben. Echt krass. Über welche Fähigkeiten verfügen deine Pokémon denn? Coole? Das Nagelotz verfügt über die Fähigkeit Angsthase. Mit dem gelingt es dir immer vor wilden Pokémon zu fliehen. Ja, nur im Kampf. Absolut unnütz. Ja, super, klasse, all die Spieler sind fantastisch! Gut. Ich brüte seit längerer Zeit über eine ganz neue Geschäftsidee. Ist gar nicht so einfach. Okay. Was meinst du? Kann man mit einem Dienst der Pokémon bestimmten Attacken beibringen, das große Geld machen? Wie meinst du? Was gibt es schon? Ja, gibt es. Aber die wollen nie Geld. Das ist etwas anderes. Ich bin so ein großer Pokémon-Fan, man kennt mich in ganz Stratos City. Hui, Sian, du bist ja im Besitz eines Pokédex. Wie viele Pokémon hast du denn darin verzeichnet? Wow, 44! Dein Pokédex kann sich sehen lassen. Du bist sogar ein wenig beeindruckt. Dafür bekommst du etwas von mir. Ist übrigens egal, wie viele man hat. Es zählt auch nur die Pokémon, die man gesehen hat. Und da hat man auf jeden Fall schon einige gesehen. Einfach mal eine Story wollt. So ein Evolit ist schon toll. Erhebt nämlich sowohl die Verteidigung als auch die Spezialverteidigung. Allerdings verlässt sich die Wirkung nur bei solchen Pokémon, die sie noch entwickeln können. Ganz schön eigen für Einstein, was? Ja, er hat zum Beispiel dafür gesorgt, dass Porygon 2. Mehr benutzt wird als Porygon Z, da er so noch ein paar extra Verteidigungspunkte bekommt. Relativ cool, das Item, aber hat eben auch einiges komisch, was ihr seht. Wenn ich von hier oben auf die Stadt unter uns hinausschaue, beginne ich förmlich zu zittern. Naja, ist bei meiner Höhenangst auch nicht weiter verwunderlich. Wenn man kann in der einen Region eine ganze Reihe von Orben erlangen. Soll ich dir ein paar wissenswerte Dinge darüber erzählen? Ja, das werde ich jetzt nicht machen. Also gut. Ich erkläre es euch einfach mal so. Also, in Generation 1... gab es ja noch die Möglichkeit, oder wurde zumindest angegeben, dass zum Beispiel, wenn man den Steinorden hat, irgendwie die Abwehr sich erhöht. Und wenn man den Orden von Major Bob hat, sich die Inhibition so erhöht. Das hat alles nicht gestimmt, war eine Fehlinfo, weiß auch nicht, warum es das gab. Und danach war es aber immer so, dass man noch bestimmte VMs erst erlernen konnte, wenn man einen Orden hatte. Später gehört es so viel, waren es ja dann 8, das hat dann genau durch mit den 8 Orden zusammengepasst. Deswegen dachte ich immer, es könnte nie mehr als 8 VMs geben, aber hier wäre es sogar möglich, weil, ja, diese Limitation gibt es nicht mehr, dafür kann man vor allem Pokémon nicht mehr tauschen, sondern man kann die VMs selbst benutzen, wenn man sie im Spiel bekommt. Also das sei zu wissen, hier verändert es wirklich nur die Level, bis die Tausch-Pokémon einen gehorchen. Diese Route 4, Abfall einmal leer, okay, da können wir endlich aufbrechen. Und oh! Hey! Als ich dich vorhin in der Stadt gesehen habe, musste ich dir einfach nachlaufen. Hier bitte, nimm das. Dies von mir, das ist ein Itemradar. Oh yeah, jetzt haben wir den besten Itemradar, den es jemals gab. Mit dem Itemradar kannst du selbst versteckte Items ausspielen, die dem Auge sonst verborgen blieben.
diese Weise wirst du bei deiner Suche nach Pokémon auch auf das ein oder andere sichere Item stoßen. Und dann viel Glück. Oh! Oh mein, hätte ich es vergessen. Wenn du dein Itemradar oder die Habitatsliste oft zu Rate ziehst, wäre es sinnvoll, beide zu registrieren. Und wie man das macht, verrät dir eher ein Blick in dieses Buch. Also hier steht Folgendes geschrieben. Das dritte eines kannst du mit dem Y-Knopf sofort zum Einsatz bringen. Na, alles verstanden? Gut, bis später. Ja, Leute, ich sage euch eins. Wenn Game Freak meint, in der nächsten Generation diesen Item da wieder abschaffen zu müssen, wie sie es mit den meisten guten Items von ihnen tun, dann werde ich zu ihnen nach Hause gehen und sie verprügeln. Schaut euch das mal an. Also, ihr seht hier diese beiden Punkte. Wenn ein Item erscheint, zeigen sie einem die Richtung an. Jetzt werde ich wieder noch demonstrieren. Jetzt zoome ich mal wieder zurück. Ich werde es euch noch näher demonstrieren. Auf jeden Fall ein sehr, sehr epischer Itemradar. Ich werde euch jedoch nicht immer zeigen, wenn er was findet, weil da muss ich den Touchscreen einfach zu oft einblenden, sondern ich werde dann einfach das so absuchen und vielleicht ab und zu mal in Kommentaren geben, was mir mein Itemradar anzeigt. Kennt das von Route 4, die Trajonus City? Die Züchterin auf der anderen Seite dieses Tores fordert jeden Dezierbild zu einem Kampf heraus. Das muss der Einfluss von Route 4 und ihren Ruinen sein. Da wird man ja quasi schon als kleiner Entdecker geboren. Er steht natürlich jedem frei, der Stratos City teilzunehmen. Du hast ja alle Orte geklappert. Du hast die Schnitzler der Stratos City also erfolgreich abgeschlossen. Herzlichen Glückwunsch. Da hast du dir dieses unbedeutende kleine Andenken redlich verdient. Oh gut, das hätte ich jetzt fast vergessen. Gut, dass der Clown ja aufmerksam war. Die Schnitzeljagd soll Stratos City noch mehr Menschen näher bringen und ihnen aufzeigen, dass man diese Stadt einfach lieben muss. Da haben wir auch keine Kosten und Mühen gescheut, dir ein praktisches Geschenk vor meines Fahrrads zu machen. Alles in der Hoffnung, dass du Stratos City auch in Zukunft wohlgesinnt bist. Stratos City, here we go. Ja, das ist cool. Ich meine, mehrere Millionen so für ein Rad einfach so geschenkt, das ist... Also, ja. Ist schon ordentlich. Schon ordentlich. Ups, falsche Tasche. Schon ordentlich, ich sag mal so. So, nun der Trick. Oh Gott, ich habe einiges dazu gekriegt. Ich werde erstmal den Münzamulett meinem führenden Pokémon geben. Genau, Remor. Das trägt im Moment Überreste. Ja, ich tausche mal aus. Ich glaube tatsächlich, ich gebe Pepino lieber den Evolit für die Holzkohle. Mit dem Angriff bin ich ganz zufrieden. Verteidigungswerte kommt er noch ein bisschen boosten. Da es sich sehr schwer erst entwickeln wird, passt schon. So. Ja, damit sind wir auf der Route 4. Hier gibt es enorm... Das ist einer der Orte, wo es enormen Unterschied gibt zwischen der Pokémon-schwarzen Edition und der Pokémon-weißen Edition. Näheres werde ich dann noch während dem Let's Play erläutern, aber ihr könnt sehen, oben so sieht es in Pokémon Schwarz aus, Schwarz 2 aus, und unten sieht es in Pokémon Weiß 2 aus. Basic, Chocobo, Schwarz 2, kleine Stadt mit vielen Straßen und Häusern und Pokémon Weiß 2, Ruinen voller Sand. Trainer gibt es hier jedoch in beiden Spielen 10 Stück, weil die sie ein wenig anders platziert sind. Fangen kann man hier Ganovin, Flampignon und Zurokex, wie in Pokémon Schwarz und Weiß. Dazu kamen noch Unrat Tytox in Schwarz 2 und Pikachu in Weiß 2. Ansonsten auf dem Wasser kann man das, was Quabbel zu 100% fangen, nicht Barschuft. Die Pokémon-Schalen sind auch ganz interessant. Mamulida kann man damit Surfer fangen. Apoqualyp, ebenfalls hat man 5% Chance und mit Superangel sowieso einiges. Das sieht man dann aber noch näher. Ja, speziell ist auch, man kann an einem bestimmten Teil relativ weit weg davon, da muss man, sobald es geht, möglichst weit nach links gehen, kann man in Pokémon Schwarz 2 Grefeldes fangen. Und den Pokémon Weiß 2 Vashaquil. Jedoch Grefeldes am Donnerstag und Vashaquil am Montag. Es funktioniert, ich habe es schon selbst gemacht. Ich habe den Pokémon Schwarz 2 schon Grefeldes gefangen. In diesem Let's Play werde ich wohl, wenn es die Gelegenheit mal ergibt, einen Vashaquil fangen. So, also, den Trick wollte ich euch eigentlich zeigen. Oh, ups, okay. Ja, Leute. Ihr Trainer, achte genau auf die Farben des Sandes. Manche Stellen sind dunkler als der Rest, nicht wahr? Wilde Pokémon stecken sich ganz gerne im dunklen Sand. Okay, ich muss mich hier korrigieren. Ich war nämlich jetzt bei der schwarzen Edition 2, die ich ja jetzt privat spiele. Und es ist relativ interessant zu sehen, die riesigen Unterschiede. Die sieht man hier so deutlich wie noch nie. Denn Pokémon schwarze Edition 2 ist hier ein gepflasterter Weg bis oben hin. Mit Häusern. Weil man dabei ist, Stratos City noch zu erweitern. Noch heißt das Ding Route 4.
Aber in Pokémon Schwarz 2 wird es wohl bald zu Stratos City gehören. Wie es dann mit der Routenaufteilung ist, weiß ich nicht mehr. Weiß ich nicht, wie es dann weitergeht, aber ich glaube nicht, dass es einfach so den Namen behalten wird. Also, ihr erinnert euch ja noch, in Pokémon Schwarz und Weiß hat man hier Häuser gebaut. Zur Erweiterung von Stratos City. Nun, in Pokémon Schwarz 2 hat man das abgeschlossen, diese Arbeiten. Ah, genau, da ist sie. Hier, mit ihr kämpfen und dann werde ich euch den Trick gleich zeigen. Auf jeden Fall, Dings. Genau. Jetzt wurde schon einmal diese Arbeiten abgeschlossen, weil sie sind noch nicht ganz abgeschlossen. Es gibt noch einige Häuser, wenn man weiter nach hinten geht, da sieht man Bounce da noch, aber es steht schon sehr, sehr viel große Wohnsiedlungen. Und in Pokémon Weiß 2 ist hier noch überall Wüste, denn sie haben beim Bauen Ruinen gefunden und haben sich dann dazu entschieden, das Projekt zu begraben. Ja gut, literarisch zu begraben und die Ruinen auszugraben. Dort sind nun einige Menschen untergebracht, die sich da umschauen. Es ist wirklich erstaunlich, weil das sieht ja ganz anders aus. Also, es gab ja schon in Pokémon Schwarz-Weiß leichte Unterschiede, die aber nur aus der schwarzen und weißen Stadt bestanden. Und eben in Twin Drake City, in Pokémon Schwarz eine moderne Stadt, in Pokémon Weiß eine altertümliche Stadt. Aber hier ist das dann nochmal ganz anders. Es gibt auch einen anderen Ort, der hier anders aussieht. Also das ist sehr, sehr gut gemacht. Gefällt mir riesig, muss ich sagen. Da bin ich schon großer Freund von diesen sporadischen Veränderungen. So, also ihr seht, wir haben jetzt gegen sie gekämpft. So, jetzt gehen wir hier hin. Wir haben auch gutes Preisgeld erhalten, über 1000 mit dem Münzeamulett. Gehen hier hin. Jetzt gehen wir hier zurück. Und wir können noch einmal gegen sie kämpfen, ja? Man kann gegen alle Pokémon-Züchter mehrmals kämpfen. Da gibt es mehrere im Spiel, wo man relativ gut an denen trainieren kann. Die zeige ich euch dann noch. Und es ist sozusagen der Ersatz für einen Kampffahnder. Warum man nicht einfach den Kampffahnder wieder reingetan hat, weiß ich nicht. Wenn es mal ein Pokémon Schwarz und Weiß zeitlich unterdrückt, schon habe ich ja mittlerweile kapiert. Aber ja, hier hatte man ja dann eigentlich Zeit. Also verstehen tue ich es nicht. Aber gut, das ist jetzt, bis jetzt die einzige Möglichkeit, EP und, ja gut, gut, EP jetzt nicht, aber Geld zu farmen und Rückkämpfe zu bestreiten. Man kann natürlich auch gegen wilde Pokémon kämpfen, um EP zu bekommen, aber man sollte bedenken, Trainer Pokémon geben nur 50% EP mehr. Und ja, man kriegt Geld von ihnen, was man von wilden Pokémon nicht bekommt. Wie gesagt, so kann man. Das ist die einzige Möglichkeit, wie man nicht auf einem limitierten Budget, sondern relativ viel Geld verdienen kann. Und ja, das ist dieser Trick. Nun gut, Leute, das war's. Dieser Part von Pokémon Weiße Edition 2. Wenn euch gefallen hat, Daumen hoch, wenn nicht Daumen runter. Und im nächsten Mal machen wir hier weiter. Ich werde noch ein bisschen was zum Sand erzählen, zur Wüste allgemein. Und hoffe, dass ihr wieder einschaltet. Bis dann.